Nochmal. Okay. Wie benutze ich das Gesetz der Anziehung, um Kunden zu gewinnen? Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der fantastischen Susanna Belloni, spiritueller Coach und Bloggerin. Schön, dass du da bist, Susanna. Hallo Martin, freut mich auch riesig, wieder dabei zu sein. Danke, ist mir eine Ehre. Und mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach. Und heute sprechen wir doch mal über das Thema Gesetz der Anziehung und auch Kunden. Nämlich die wenigsten oder angefangen bei mir, ich habe nicht lange Zeit nicht verstanden, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Und gleichzeitig habe ich lange Zeit auch gebraucht, um Kunden zu finden. Bis ich dann irgendwann mal mir bewusst wurde, dass wenn man mit dem Gesetz der Anziehung handelt, wenn man das versteht und es anwendet, dass dann auch damit automatisch die Kunden eigentlich kommen. Weil unser Universum funktioniert halt einmal halt ganz einfach nach Gesetzen. Es bewegt sich ständig. Und wenn wir respektvoll mit diesen Gesetzen umgehen und Verständnis dafür entwickeln, dann kann das Universum auch nichts anderes, als das zu liefern, was wir aussenden. Und aus diesem Grund habe ich die Expertin auf diesem Bereich eingeladen. Susanna, danke schön, dass du wieder da bist. Erzähl doch mal kurz, was steckt dahinter, hinter diesem Gesetz der Anziehung, diesen universellen Gesetzen und wie kann man es auch verstehen, um nicht nur Kunden anzuziehen, sondern auch andere Menschen, mit denen man zusammenarbeiten will, mit denen vielleicht man auch leben will, als Lebenspartner, Lebenspartnerin und so weiter. Mhm. Und es geht ja nicht nur auf materieller Sicht, ja, sondern es geht ja mit allem, weil ja alles Energie ist. Richtig, wir müssen uns das so vorstellen, das Gesetz der Anziehung ist ein Naturgesetz. Das heißt, es ist einfach. Und das Ganze funktioniert so, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, worauf ich mich gefühlsmäßig einlasse, was ich gerade fühle, das manifestiere ich im Außen beziehungsweise ziehe ich in meine Realität. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie Magnetismus, als ob ich ein Magnet für das bin, was mir im Außen begegnet. Und ganz einfach gesprochen, muss ich es einfach nur zulassen. Also du kennst die Situationen, wo man sich so etwas wünscht, dass man fast das Gefühl hat, ich möchte es jetzt in mein Leben saugen. Oder ich möchte es am liebsten wie so einen Fisch an der Angel reinholen. Und das ist genau das Verkehrte. Denn wenn ich mir bewusst bin, dass ich ohnehin magnetisch wirke, dann muss mir klar sein, dann wenn etwas noch nicht da ist, was ich mir so sehr wünsche, dann, weil ich selbst mich ein bisschen verhindere oder ausbremse. Ja? Das kann sein durch die Aufmerksamkeit, dass es noch nicht da ist, durch die Fragen, was mache ich falsch, durch die Fragen, wann kommt es denn endlich, kommt es auch wirklich, also durch all diese Durcheinander, dass ich da im Kopf und vor allem auch in meiner Schwingung erzeuge. Und wir haben das sicher alle schon kennengelernt, sobald mir etwas egal ist oder ich abgelenkt bin durch irgendetwas Angenehmes anderes, auf einmal kommt der große Wunsch in mein Leben. Auf einmal passiert das, Menschen kommen, Dinge passieren, weil ich einfach dem nicht widersprochen habe. Ich bin dem nicht im Weg gestanden, sondern bin vielleicht mit meiner Aufmerksamkeit auf etwas anderes Angenehmes gegangen, habe mich um etwas anderes gekümmert, vielleicht ein Hobby, keine Ahnung, irgendein anderes Thema und war plötzlich offen dafür, dass das Universum mir meine Lieferung zustellen konnte. Letztlich heißt es, dass du noch nicht bereit warst zu empfangen, weil du ja durch diesen Mangel-Event, der dadurch zustande kommt, indem man sich diesen Druck aufspaut, diesen immer wieder diesen Stress ist, in diesen übermäßigen Tatendrang, dass man sagt, ich muss mehr machen, um das dann auch zu verdienen, dann sind wir wieder bei den Verdienen. Dann begebe ich ja, wenn wir das auch wieder aus energetischer Sicht sehen oder physikalischer, dann gehe ich meine Frequenz wieder nach unten. Und ich denke, das ist auch, ich weiß nicht genau, welches Gesetz das ist, aber wir sind ja auch magnetischer, je höher wir schwingen. Wenn wir höher schwingen, dann besteht doch diese Wahrscheinlichkeit eher, dass wir Dinge anziehen, als wenn wir niedriger schwingen.
Naja, Ist wir das ziehen die richtig? ganze Zeit an. Wir ziehen die ganze Zeit Ja. an. Aber es ist natürlich auch klar, dass unsere wirklichen Herzenswünsche, die Visionen und das, was wirklich von innen kommt, das sind tolle Sachen mit hoher Schwingung, klar. Aber ich kann das natürlich insofern blockieren, indem ich sage, ja, wer weiß, ob es kommt oder es ist noch immer nicht da und es ist noch immer nicht da. Was manifestiere ich dann? Mit dieser Frequenz und diesem Statement manifestiere ich wiederum, es ist noch nicht da. Ja? Den Mangel oder die Absenz dessen. Ja. Ganz klar. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht viel tun. Es geht wirklich nur darum, diesen Verstand im Griff zu haben und diese negativen oder ablehnenden Dinge, Gedanken eigentlich. Das heißt, viel meditieren, viel in die Ruhe gehen, viel entspannen ist genauso hilfreich wie positive Affirmationen oder anderes Mentaltraining, das ich mache. Und mein Übertrick ist immer der, gib deinem Verstand irgendetwas zu tun, womit er glücklich ist. Ja, also ich erzähle mal eine Geschichte, die ein bisschen spooky ist, aber mir die Gesetze des Universums oder wie das innerlich abläuft, so veranschaulicht haben. Ich war in einer, ich sage mal, kleinen Krise in meiner Praxis, das ist schon knapp 10 Jahre her, und habe dann durch Zufall begonnen, ein neues Coaching, und zwar mit Pferden. Das hieß Pferdebegleitetes Coaching. Da wurde ich gecoacht und mit einem Pferd auf einem Platz hingestellt. Der Coach war außen, außerhalb des Geländes. Das war kein großer Platz, also man konnte ganz gut sich unterhalten. Und gab mir nur so stichwortartige Ideen oder hat einfach gesagt, mach mal, wozu du Lust hast oder was auch immer. Und es war so bei der 4. Coaching-Session, da hat sie zu mir gesagt, jetzt probier mal, das Pferd einfach nur im Kreis laufen zu lassen. Und ich wusste nicht, also ich bin ja da gestanden, ich saß nicht auf dem Pferd, ich stand neben dem Pferd, ich kann reiten, also das wusste ich, wie geht, aber wie ich das tue, wusste ich nicht. Und das Tolle an den Pferden ist, man wird sehr ruhig, man wird sehr still und klar im Kopf. Und dann habe ich gemerkt, wie dieses Bild da in mir aufstand. Das Pferd soll jetzt im Kreis gehen. Das kam so von links oben. Bei mir ist das immer so sortiert da im Kopf. Und ich war total entspannt. Und sie hat zu mir gesagt, nimm nur das Seil in die Hand und schwenk es ganz leicht hinterm Hinterteil vom Pferd. Und tatsächlich hat sich das Pferd in Bewegung gesetzt. Und ist mit mir da ganz locker eine Runde gegangen. Und das hat mich so fasziniert von der Vision, was ich möchte, über wirklich eine ganz kleine Handbewegung, das wirklich durch mich durchfließen zu spüren, ganz simpel, ganz klar, dass ich gesagt habe, so, das mache ich jetzt nochmal, vielleicht war das Zufall. Und beim zweiten Mal bin ich sogar stehen geblieben. Und es hat wieder geklappt. Also das Pferd war wirklich nicht darauf abgerichtet. Das war keine Routine. Es gab keine andere Erklärung als die. Und dann begann es aber zu regnen. Dann habe ich mich in den Unterstand gestellt und habe die gleiche Übung noch einmal gemacht. Pferd gehen noch mal ohne mich. Also ich war dann Distanz 10 Meter, diese Runde. Und das hat noch mal geklappt. Und das war so ein Aha-Moment für mich, wie eigentlich Manifestation funktioniert. Und das Ärgste war, ich saß noch im Auto, stand schon vor meinem Haus am Rückweg an dem Tag, rief schon der erste Kunde an. Ja, ja weil weißt du, was ich meine? Weil du voll bei dir warst. Irgendetwas hat sich da gelöst, irgendeine Entspannung ist da reingekommen. Diese Klarheit, ich muss mir zuerst nur ausmalen und ich muss gar nicht viel tun. Ja. Einfach entspannt bleiben und nicht zweifeln. Die Kunst ist nicht zu zweifeln und das einfach geschehen zu lassen, weil es so funktioniert. Worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, dem ich nicht widerspreche mental und das einfach durch mich durchfließen lasse, da brauche ich nicht mal, brauche ich vielleicht nur einen Fingerzeig so machen und es passiert.
Ja. Der Geist ist so viel stärker als immer diese Action. Aber der Verstand und der Körper möchten auch beschäftigt werden. Also die brauchen auch Bewegung, die brauchen auch irgendetwas zu tun, um sich auszupowern. Ja, ja, die wollen das auch muss aktiv auch, sein. Die wollen aktiv sein. Ich meine, dazu haben wir ihn ja. Ne? Ja. Genau, also da die Balance zu finden, ist die Kunst, denke ich. Ja, jetzt hast du schon so viele Perlen hier weitergegeben. Ich möchte nochmal das aufgreifen mit der Vorstellungskraft oder auch mit dieser Vision, wenn du dir irgendwelche Dinge ausmalst, dann ist, wenn man, ich mache die Übung mit mir selbst auch immer wieder, wenn ich in Dinge reingehe, in unser Gespräch oder auch in Begegnungen mit anderen Menschen oder in Aktivitäten, dann überlege ich mir nochmal wirklich bewusst kurz vorher, wie möchte ich es denn haben, was möchte ich denn machen, wie möchte ich mich fühlen dabei. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit fast bei 100%, dass es genauso eintrifft, weil ich mich schon da emotionell da reingesetzt habe in die Situation. Und das finde ich einfach genial, was wir da schaffen können, durch diese Vorstellung, durch dieses Hereinversetzen. Das ist super. Und zum Zweiten, was du auch gesagt hast, ist das Zweifeln oder das Zweifeln eigentlich verdrängen wir ja, indem wir wirklich Spaß haben in dem Moment, den wir leben, indem wir bei uns sind, indem wir das machen, was wir gern haben. Und das finde ich auch so stark mit uns, wenn wir jetzt hier sprechen, dann machen wir das auch ohne aus dem Stegreif eigentlich raus, weil es so gerade so kommt. Und das ist genau der Punkt, dass das zu mir gehört, dass das Teil von mir ist, dass wir uns auch gegenseitig angezogen haben, miteinander hier tätig zu sein, zu wirken. Und dann entstehen super Dinge, dann geht es uns gut. Und wenn es uns gut geht, dann fühlen sich auch die Menschen angezogen, die sowas vielleicht auch wollen. Und, und das ist genau der Punkt. Mir ist jetzt gerade die Idee gekommen, wie du gesprochen hast, dass ich immer die Lebenspartnerinnen oder die Lebensabschnittsgefährtinnen, besser gesagt, dass ich die immer dann in mein Leben gezogen habe. Oder bei den Kunden ist genau das Gleiche. Wenn ich wirklich bei mir war, wenn ich die Dinge getan habe, die mir Spaß gemacht haben, wenn ich voll aufgegangen bin, wenn ich im Moment war, wenn ich einfach diese Lebensfreude ausgestrahlt habe, dann kamen die richtigen Leute zu mir. Und nicht in dem Moment, der geplant war, sondern einfach nur so wie letztes Jahr zum Beispiel in den Sommerferien, hatte ich, obwohl ich wenig aktiv war auf den sozialen Netzwerken, habe ich 2 Kundinnen gewonnen. Und einfach nur deshalb, weil ich ab und zu mal was gepostet habe natürlich, weil ich Spaß hatte, weil ich mit meiner Tochter unterwegs war. Aber ich war immer im Moment mit meiner Tochter. Meine Priorität war meine Tochter, mich mit ihr zu beschäftigen, Spaß zu haben. Und dann hat sich das ergeben. Und wie du gesagt hast, dann war ich da, Zweifler war nicht da. Ich habe losgelassen. Ich habe mir gesagt, jetzt die Wochen sind jetzt nur für meine, die widme ich jetzt meine Lebenszeit nur für meine Tochter. Und darum geht es mir hauptsächlich. Und alles andere ist mir egal. Und dann sind wir auch wieder, was noch eine Perle, die du genannt hattest, mit diesem Egalsein. So, ich kann ja auch nur das anziehen, was ich schon bin. Also sprich, wenn ich mit mir im Reinen bin, und das fand ich auch so super in deinem letzten Video, was du genannt hast, dass man wirklich diesen Einklang schafft zwischen deinen Gedanken, deinen Gefühlen und deinen Handlungen oder deinen Worten, dann, wenn ich dieses spüre, wenn ich bei mir bin, dann merken die Leute, aha, der Martin oder die Susanna, die denken, die fühlen und die sprechen, die sind irgendwie bei sich, die haben da irgendwas Besonderes. Das ist dieser Magnet, von was wir reden. Das ist, für mich ist das die magnetische Anziehung, ist diese absolute einheitliche Ausrichtung, nenne ich es auch, die man in sich trägt, von dem man weiß, genau, ich mache jetzt genau das, was ich schon immer machen wollte und das macht mir Spaß und so mache ich weiter. Und egal was kommt, mein Leben ist schon super, mein Leben ist schon reich mit dem, was ich bin, mit dem, was ich täglich tun kann. Und ich kann mir ja, und wenn du es auch an das Gesetz der Anziehung, wenn du da wirklich dran glaubst, dann weißt du ja eigentlich, dass du jeden Tag, eigentlich jede Sekunde, jeden Moment dir wieder neue Dinge anziehen kannst, dir neue Dinge schaffen kannst. Es ist ja nie abgeschlossen. Du kannst dich ja ständig neu ausrichten. Ja, und du kannst es immer verändern und es geht immer weiter. Genau. Ja, aber einen Punkt möchte ich auch noch ansprechen. Und zwar, mir gefallen eigentlich nicht so gut die vielen Business-Konzepte, die es gibt, die Strategien, die von angefangen von Napoleon Hill, manchmal auch Bob Proctor, obwohl ich Bob Proctor sehr liebe, aber die zu konkret werden darin, wie mein Business aussehen muss. Ja, welche Struktur ich machen muss, welche Dinge ich machen muss. Das ist optional.
Eben, der Verstand will beschäftigt werden. Der hat die Frage, wie sieht das konkret aus? Was soll ich jetzt konkret machen als nächstes? Da ist es ganz gut, sich so ein Konzept oder eine Strategie herauszupicken, die zu dir passt und deinen Glaubenssätzen und deinem, wie du die Welt siehst. Aber im Prinzip ist das nicht wichtig, ob du dir das selbst kreierst, ob du das von jemandem übernimmst. Wichtig ist, dass du nicht ins Zweifeln kommst, dass du beschäftigt bist, dass du, ich sage mal, für dich stimmig handelst und dir das Spaß macht. Und du dann vielleicht auch, wie bei Bob Proctor, den du ja auch sehr gern hast, andere Fans triffst, mit denen du dich besprechen kannst, wo man quasi wie so eine kleine Community wird, sich gegenseitig bestärken kann in Erfolgen. Also das ist mehr die Vernetzung. Ich habe sehr viele von diesen Büchern gelesen, von den sogenannten metaphysischen Wirtschaftsexperten. Und ich muss sagen, es ist Jacke wie Hose. Im Prinzip geht es nur darum, wem kannst du am meisten Glauben schenken, den pick dir heraus und dann mach das. Es gibt kein objektives, so hat es zu sein und so funktioniert es. Das ist so wie bei Kleidern auch, dem einen gefällt mehr das, dem anderen mehr das. Ja, ja. Ist schon klar. Und der Verstand, wie gesagt, will beschäftigt sein. In meinem Bereich klappt das mit diesen Business-Konzepten sehr wenig. Da schauen wir eher in andere Richtungen. Da schauen wir eher, wo glaubst du oder sind deine negativen Glaubenssätze in Bezug auf Geld, beziehungsweise das Geld verhindert, irgendetwas anderes Tolles zu bekommen, wie Gesundheit, tolle Familie, Ausgeglichenheit, Kraft, Lebensfreude und so weiter. Ja, genial. Gut, dass du nochmal darauf hinweist. Und das ist ja auch meine Ausrichtung, das ist ja auch mein Angebot an meine Kunden, ist, dass ich ihnen einen Prozess zur Verfügung stelle. Ein Plan, der auch Klarheit verschafft und auch die Simplizität mit sich bringt. Aber letztlich, wie du schon schön gesagt hast, geht es ja nur darum, dass die Leute daran Spaß haben. Ja. Und es ist nicht eine festgelegte Richtung, wie es viele Coaches leider machen momentan, dass sie sagen, du musst Facebook, eine Facebook-Gruppe haben, du musst deine Seite machen. Da gehen bei mir schon die Ohren zu, wenn einer sagt, du musst. Ja. Genau, und dann heißt es, für mich ist es eben so, es gibt x verschiedene Möglichkeiten, du kannst alles ausprobieren und dann schaust du, was zu hängen bleibt, wo du Spaß dran findest, was dich weiterbringt auch persönlich, weil das habe ich letztens auch wieder gelesen von einem, von dem Mentor von Tony Robbins, ein gewisser Herr Jim Rohn, kennst du vielleicht auch, er hat gesagt, die Ziele sind nicht da, um sie zu erreichen, sondern die Ziele sind da, um zu wachsen. Und darum geht es ja genau, wie du gesagt hast, den Verstand beschäftigen damit, so was ist meine Vision, wo will ich hin und was kann ich dann für möglich, oder was kann ich da für Ausarbeitung, oder wie kann ich wirken, wie kann ich sein, dass ich diese Ziele erreiche. Aber letztlich geht es ja immer nur um dich. Und je mehr du aus dir rauswächst, desto höher schwingst du erstens, desto mehr wirst du zu dir selbst. Und zweitens finde ich auch, dass man dadurch verdammt anziehend wirkt, dass man inspiriert, dass man besonders, wenn man Leute, ich habe da auch gestern wieder an ehemalige Freunde gedacht, die sagen, was macht denn der Martin da? Der konnte doch früher gar nicht reden, der hat sich doch nichts getraut. Und dann sage ich, ja schau, es geht halt. Aber ich mache halt das, was mir Spaß macht. Und darum, ich meine, das ist genau der Punkt. Je mehr Spaß ich an mir habe, an mir selbst habe, je mehr ich in die Akzeptanz, in den Respekt für mich selbst komme, desto mehr bekomme ich auch zurück. Und wir haben da schon mal über das Thema Geld gesprochen, und das ist gleich bei dem Geld. Ich gebe meine Energie raus, ich teile meine überschüssige Lebensfreude, meine Energie, meine Liebe und bekomme viel mehr zurück, als was ich eigentlich reinstecke. Das ist, glaube ich, auch nochmal, ich weiß nicht, du kannst genau das Gesetz benennen, wie das heißt, dass man je mehr man gibt, desto mehr bekommt man zurück. Ja, das ist nicht wirklich ein Gesetz, sondern du öffnest einfach deine Schleusen. Ja? Und das Geld fließt da durch. Und wenn du bei den Ausgaben natürlich zumachst, dann hast du auch bei den Einnahmen zugemacht. Also zumindest mit ein wenig Zeitverzögerung. Ja? Dann wirst du verkrampft und verspannt. Also das ist eher, ich weiß nicht, ich kenne da kein Gesetz dafür. Ich wollte noch was anderes ansprechen. Jetzt ist mir gerade entfallen.
Ja, ich wollte einen Tipp geben. Das war's. Ein Einen Tipp ist Tipp, gut. einen Tipp. Und zwar für diese Vision. Es ist, so wie du es nämlich auch gerade vorher beschrieben hattest, für meine Vision ein Kundenmagnet zu sein, muss ich nicht meinen Kunden sehen in meiner Vision, sondern mich. Also ein Bild von mir zu sehen, wo ich wie ein Magnet für andere wirke, darf sich nicht um die anderen drehen, sondern ich sehe mich in Gedanken großartig oder fühle das schon, ja, Ja. übernehme das schon. Aber wichtig ist, damit ein Fokus bei sich zu bleiben und nicht auf, wie sieht mein Kunde aus, könnte er ein Kunde sein, und dann alle möglichen Leute anpitchen, die einem über den Weg rennen. Wir wissen, das ist ein bisschen Ja. unsympathisch. Ja. Da ergeben sich meistens unangenehme Gespräche draus, sondern zu sagen, yes, Susanna, so gefällst du mir, so möchte ich sein. Also es ist sehr wichtig, sich mit sich zu beschäftigen, wie man sein möchte und nicht, wie man gestern war oder glaubt, jetzt in diesem Moment zu sein. Ja, also mein Ziel ist auch ein tolles Selbstbild von mir, und auch das muss ich vor der Nase haben, geistig. So Ja. funktioniert es. Also das wäre jetzt die Parallele zu dem Pferd, das die Runde geht, dann sehe ich mich mit Yeah, yeah, Siegespose oder was auch immer, wo Ja. ich sage, geil, ja, den Umsatz, cool. Also wirklich Genau. ein Bild von sich auch zu haben. Das ist nicht narzisstisch oder selbstverliebt, ganz im Gegenteil. Das ist das Um und Auf in meiner Welt, ist, wie ich mich erlebe und was ich mir über mich erzähle. Ja, das färbt so stark alles andere, und da muss ich auch mit meiner Vision beginnen. Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst. Und abschließend möchte ich vielleicht auch mal sagen, als Ergänzung zu meinem vorigen Thema mit dem Schenken, mit dem Geben, ist es ja auch so, dass, und dann sind wir auch wieder bei der Ausrichtung. Ich meine, die Ausrichtung ist ja nicht nur das, was ich sage und was ich denke und was ich fühle, in Einklang zu bringen, sondern auch seine Zukunft. Dann sind wir bei den Visionen, mein Jetzt, was ich jetzt gerade tue, wie ich mich gerade fühle und auch meine Vergangenheit, dass die auch entsprechend gleich klingen oder dass ich die auf eine Schwingung bekomme, dass ich mich damit identifizieren kann. Und wenn ich zu meinen Kunden spreche, dann gebe ich ihnen ja auch über die Beiträge, die wir leisten, über YouTube-Videos oder wo auch immer wir unterwegs sind, dann gebe ich ja auch Mehrwert raus. Und ich gebe den Mehrwert raus, weil ich mich selbst liebe, insofern, dass ich ja auch ein Teil von meinen Kunden bin, beziehungsweise die Kunden ja auch irgendwas haben, was ich früher war. Also sprich, ich bin einen Schritt voraus meinen Kunden. So sehe ich das Ganze. Und Ja. wenn ich den Kunden das gebe, was sie brauchen, weil ich wusste, dass ich es früher gebraucht hätte, dann sehen sie, ah, der spricht genauso oder der spricht das an, was mir gerade fehlt oder der spricht ein Problem an, um Ja. was ich mich noch nie gekümmert habe. Und anscheinend ist es wichtig, weil er spricht da öfters darüber. Wie wir jetzt zum Beispiel über das Gesetz der Anziehung. Wenn ich das verstehe oder wenn ich merke, dass ich bei mir wirklich sein darf, um Kunden anzuziehen und nicht im Zweifel und den Verstand übermächtig oder sich präsentieren oder sich manifestieren zu lassen und zu dominieren über den Rest meines Wesens, dann hab ich verloren. Und das ist für mich das Geniale, wenn ich sage, okay, ich weiß, wie ich früher war, ich weiß, was ich das gebraucht habe und mein idealer Kunde ist derjenige oder diejenige, die früher auch so drauf war. Und dann hast du, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann zieht man sich an mit den Glaubenssätzen, die man hat, die man in sich trägt oder getragen hat, die Werte, die man verspürt, die man lebt. Und dann, da passiert dann diese wunderbare Anziehung, dieser magnetische Effekt. Das Ja, war also, nochmal ein bisschen ein Detail anzumerken dazu. Es geht darum, dass das, was in uns am dominantesten ist an Gedanken, sich manifestieren wird. Ja, also umso mehr ich mich auf meine Vision fokussiere und dem am meisten Aufmerksamkeit schenke, Energie folgt ja der Aufmerksamkeit, umso mehr ich Fokus auf das Tolle habe, das können auch bei anderen Leuten Erfolge sein. Ja, das schwingt mich auf Erfolgsmodus ein, und indem meine Gedanken dominant beim Erfolg sind, beim Kundenbekommen, beim Kundenzufriedenheit natürlich, das ist ja auch das Wichtigste, mit dem tollen Miteinander, um
dann manifestiert es sich. Das heißt, ich darf schon noch irgendwie fehlerhaft sein, ein paar negative Glaubenssätze haben. Wichtig ist, dass das Positive dominant ist und dann klappt es auch. Ja, das ist ein super Wort zum Schluss und ich wollte es vorher schon kurz ansprechen, dass man sich mit Gleichgesinnten, mit Menschen zusammentut, die positiv sind, so wie du, Susanna, oder auch ich bezeichne mich auch so, dass man ja, so wie es Bob Proctor oder Napoleon Hill sagt, diese Mastermind schafft, indem man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig auch höher schwingen lässt, ohne im Konkurrenzkampf zu stehen. Das ist ganz wichtig für mich auch, dass man da nicht in Eifersucht oder in Neid übergeht, sondern das Ganze aus sich heraus macht, aus seiner Liebe, weil man dann auch wieder in diesem Prinzip ist, ich gebe Hilfestellungen, ich gebe meine Energien, mein Wissen preis und stelle es bereit und bekomme genauso viel oder mindestens so viel zurück. Und das ist das Geniale, was uns weiterbringt, nicht im Einzelkampfmodus zu bleiben, sondern eben in dieser Co-Kreativität zu sein und überzugehen. Speziell dieses Jahr für 2022, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, das ist diese Energie, die sich immer mehr manifestiert, dass wir immer mehr zusammenwachsen. Ja. Und sehr viele Kooperationen werden jetzt geschlossen, sehr viele kleine Netzwerke entstehen jetzt, also weniger diese großen organisierten Strukturen. Es wird organisch, werden sehr viele kleine Gruppen und Netzwerke und Kooperationen entstehen. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung. Ja? Das ist eine sehr autonome Entwicklung. Ja, genau. Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Herzlichen Dank, Susanna, nochmal für deine Zeit, für deine Tipps, für dein Expertenwissen. Hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zusammen zu drehen, hier mich auszutauschen. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du irgendwelche Anregungen hast, dann setz ein Like drunter, schreib es in die Kommentare, abonniere auch gerne meinen Kanal und besonders den von Susanna, wo es noch mehr geht zum Thema Gesetz der Anziehung und die universellen Gesetze. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Schaut mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, in einer Woche.